Sehr geehrte diese Kniesbotschaft Art Yu Feng, sehr geehrte diese 5. Bezirk, die Vorstellung dieses Jakubowitsch, dieses, meine Damen und Herren, liebe Schüler, liebe Freunde, heute das treffen wir zusammen für den Abschluss, die Sonnenkultur, die Feier. Vielen Dank. Dieses Jahr die Sonne sehr gut vorgeht. Dann ist es fast diese 10 Leute besuchen und Teller genommen. Ja. Okay, erster Teil dieser Sorte wäre das Lübisu. Ja. Thank you.
Sehr geehrter Herr Meister Yan Liang, sehr geehrter Herr Meister Yan Pei, sehr geehrte Frau Bezirksvorsteherin Jankovic, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, es ist mir eine große Freude, an der Abschlussveranstaltung der Shaolin Kulturerlebniswoche teilzunehmen. Zuallererst möchte ich im Namen der chinesischen Botschaft allen Freunden, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, die dank ihrer begeisterten Teilnahme voller Schwung und Vitalität war, meinen herzlichen Dank aussprechen. Ich hoffe sehr, dass sich alle anwesenden österreichischen Freunde aktiv am Verständnis und an der Verbreitung der chinesischen Kultur beteiligen können, damit wir gemeinsam den Austausch und die Integration verschiedener Kulturen fördern und unsere Kraft für den Frieden und die Entwicklung der Welt ansetzen können. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite einen herzlich willkommen hier im Baccapark in Margareten. Sehr geehrte Margaretnerinnen und Margaretner, aber auch viele, viele Gäste, die zu uns gekommen sind, viele Ehrengäste. Ich begrüße besonders die Ehrengäste von der chinesischen Botschaft. Schön, dass Sie wieder hier sind. Es ist eine schöne Tradition. Jedes Jahr sehen wir uns hier an diesem speziellen Anlass wieder. Ich möchte mich sehr herzlich bei dem Shaolin-Zentrum, beim Herrn Großmeister und den Meistern und den Schülerinnen und Schülern, die heute hier eine tolle Show abliefern werden, bedanken für die Einladung. In Margareten, so ein tolles Zentrum, da können wir sehr stolz sein. Alles Gute und vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Der Berater der chinesischen Botschaft in Österreich, Herr Yufeng. Bürgermeisterin der 5. Bezirks, Magister Silvia Jakovic, vegetarischen Kosten der Shaolin Kulturwoche bedanken. Guten Morgen, ich bin sehr froh, 今天能够在这里与大家相聚，永信方丈呢得知这次活动呢特别发来了贺信，下面呢请允许我代表大和尚进行一个宣读，谢谢。尊敬的奥地利少林弟子、各位来宾、各位朋友，大家好！第13届奥地利少林文化节今日圆满落幕，我谨代表少林寺两区大众表示热烈的祝贺。 文化节的成功举办得到了中国驻奥地利大使馆、中国驻奥地利大使馆、奥地利佛教协会、维也纳市政府、五区政府、奥地利华人华侨、少林弟子及社会各界人士的大力支持和帮助。在此，我代表少林寺向各位表示诚挚的感谢。 奥地利少林文化节期间，中心举办了少林功夫、禅修、佛医、书法、禅藏、文化讲座等形式各样的文化交流活动，吸引了众多民众前来交流体验，彰显了少林文化独特的魅力，也为大家带来了一种健康的生活方式。希望大家都能从中获益。奥地利少林文化中心成立至今，深耕细作。 在奥地利弘扬中国传统文化，我祝愿中心蒸蒸日上，越办越好。同时，自诚祈愿中澳两国友谊天长地久，祝各位六时吉祥，福慧双增，阿弥陀佛。谢谢大家。
走走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 
Oh.
Thank you.
爱你中国，爱你。
中国的腰。